Ich hab grad ein gutes Stück erwischt. Oh, das ist... Oh, warte kurz. Das war ein gutes Stück. Ja, wir haben unser Auto entgegennehmen können. Und ihr seht, wir machen hier gerade so ein paar Aufkleber ab. Es wird schon ein bisschen herumgewerkelt. Und das Auto hat tatsächlich schon ein paar Upgrades bekommen. Ein paar Umbauten erhalten, bei denen wir aber leider nicht da sein konnten. Aber wir möchten euch das gerne mal als Update zeigen. Direkt hier vorne unschwer zu erkennen, die erste Veränderung, die Bullbar. Das Ganze ist ein gesamter Windenträger, das bedeutet, der Windenträger und die Bullbar kann man so zusammen kaufen, haben wir so bei Ullstein Konzept als Gesamtpaket gekauft. Passend dazu von TJM eine Winde, die halt genau in diesen Windenträger passt, deswegen haben wir uns unter anderem für die entschieden, mit 5,4 Tonnen Zugkraft. 5,4 Tonnen, warum haben wir uns für eine so starke Winde entschieden? Weil man sagt, man soll bei einem Fahrzeug mindestens das anderthalbfache des zulässigen Gesamtgewichtes als mögliche Zugkraft nehmen. Der Wagen hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen, mal 1,5 sind 4,8 Tonnen. Genau in dem Bereich gab es keine Winde, also sind wir ein Stück nach oben gegangen, 5,4 Tonnen. Und damit, denke ich, haben wir auf jeden Fall genug, auch wenn man nicht mal nur das gesamte Fahrzeuggewicht ziehen muss, sondern das Fahrzeug am Hang steht und da ist eine Wurzel vor, wir sind im Matsch oder so, brauchen wir halt einfach genug Zugkraft. Und wenn das immer noch nicht reicht, mit dem Flaschenzug kriegen wir hier über 10 Tonnen Zugkraft hin. Ich denke, damit sind wir auf der sehr sicheren Seite. Außerdem sieht es geil aus. Die schwarze Bullbar, auf jeden Fall, die finden wir absolut richtig, richtig gut. Und im Gegensatz zu diesen sehr, sehr dominanten, breiten Windenstoßstangen bleibt aber das Fahrzeug in seiner eigentlichen Ästhetik noch so erhalten. Und das ist nur ein Zusatz. Und das alles hier ist noch, wie es von Toyota designt wurde. Zweites Feature, was uns erreicht hat, wo wir gerade schon bei Fahrten durch Matsch gesprochen haben, bei Fahrten durch Wasser, insbesondere durch tiefes Wasser, soll unser Hilux natürlich auch immer genug Luft bekommen. Deswegen haben wir uns hier für den Safari-Schnorchel entschieden. Safari-Schnorchel, denke ich, einfach der Klassiker unter den Schnorcheln. Oben die Ansaugung nach hinten gerichtet. Es gibt nämlich eigentlich, glaube ich, gar keinen richtigen Grund, warum man die nach vorne richten soll, obwohl das sehr, sehr viele so machen. Denn der Wagen kriegt auch so mehr als genug Luft und hat damit überhaupt keine Probleme. Und wenn man aber mal eine Kolonne fährt und den nach vorne ausrichtet, dann saugt man sich da gerne mal so ein bisschen Dreck, Schmutz und sonst was rein und so ist das noch ein bisschen geschützter. Ja, also damit Luft zum Atmen für das Fahrzeug. Aber hier muss noch gesagt werden, dass das allein leider noch nicht reicht, um die Warttiefe wirklich zu erhöhen. Wir selber wussten es vorher leider auch noch nicht so genau. Es gibt aber noch weitere Entlüftungen oder Lüftungsschläuche im Fahrzeug, die angepasst werden müssen, zum Beispiel vom Differential. Auch da ist es dann wichtig, die Entlüftungsschläuche noch hochzulegen. Das ist jetzt hier bei dem Fahrzeug noch nicht passiert. Das bedeutet, wir halten uns noch ein bisschen an die serienmäßige Warttiefe, werden das aber in Zukunft auf jeden Fall noch anpassen. Eines der wichtigsten Komponenten für den Offroad-Einsatz, denke ich, ist der Reifen. Denn schließlich ist er das Kontaktstück zwischen Untergrund und Fahrzeug. Wir haben hier eine komplett neue Rad-Reifen-Kombination. Das sind CW-Ball-Borbit-Felgen in 16 Zoll. Ja, 16 Zoll, sagt man eigentlich, gibt es für das Auto nicht. Zusammen mit diesem Reifen und dem Fahrwerk, auf das wir gleich kommen, gibt es da aber einen Teilgutachten. Und das Ganze ließ sich so machen. Als Bereifung ganz klassisch den BF Goodrich All-Terrain. All-Terrain, warum All-Terrain? Weil das Ding primär ein Reisefahrzeug sein soll und kein reiner Offroader. Und ich denke, wir werden 80, wahrscheinlich sogar 90% eher auf der Straße unterwegs sein und wollen dann aber einfach, wenn es ins Gelände geht, diesen zusätzlichen Grip haben. Ja, und genau diese Rad-Reifen-Kombination ist so mit dem verbauten Altman EMU-Fahrwerk, was wir hier haben, einsetzbar. Und dafür gibt es entsprechendes Teilegutachten. Diese ganzen Komponenten haben wir bei der Firma Taubenreuther gekauft. Was bringt uns eigentlich ein Offroad-Fahrwerk? Da möchte ich nochmal kurz drauf eingehen. Natürlich haben wir einfach per se erstmal ein bisschen mehr Bodenfreiheit. Ich glaube, wir haben hinten 40 bis 50 mm, vorne sind es 30 bis 40 mm. Durch die großen Reifen, 2,65er, 75 R16, kommen jeweils auch nochmal so um die 20 mm dazu. Also wir haben hinten fast 70 mm mehr Bodenfreiheit. Hier hinten sieht man es so schon ganz gut, aber ich demonstriere es gerne trotzdem nochmal. Dafür haben wir hier eine 0,5 Liter Flasche Münchner Hell.
und die steht hier ganz locker drin. Na klar, wir sind am Hang und natürlich ist das Fahrzeug hinten noch unbeladen. Wir haben durch das Fahrwerk eine Mehrbeladung, Zusatzbeladung hinten von 300 Kilogramm. Und da kommt auch schon mein Vater mit dem anderen Hilux. Dann machen wir das gleich nochmal weiter. Morgen. 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 Aber ihr kriegt die Aufkleber nicht ab, oder was? Ach, das ist eine, der vorne in der Mitte, der eine Poolerei, du kannst dir nicht vorstellen. Scheiße. Naja, wie auch immer, zurück zum Fahrwerk. 300 Kilogramm permanente Zuladung auf der Hinterachse ermöglicht uns das Fahrwerk. Das ist deshalb sehr wichtig, weil wir ja gesagt haben, wir wollten gerne einen Hardtop haben. Oben auf das Hardtop soll das Dachzelt und ein kleiner Innenausbau. Da kommen schon ein paar Kilogramm zusammen. Ich denke, damit sind wir auf jeden Fall auf der guten Seite. Vorne haben wir auch eine permanente Zuladung durch das Fahrwerk von 50 Kilogramm. Die Winde wiegt irgendwie 37 Kilogramm. Zusammen mit der Bulba sind wir da auch auf einem sehr, sehr guten Wert. Also auch das ermöglicht uns das Fahrwerk. Und darüber hinaus natürlich die neuen Dämpfer, die da drin sind, die können einfach die Stöße und die Schlaglöcher viel besser aufnehmen, viel besser auch einen Fahrfehler verzeihen. Wenn der Untergrund uneben wird, haben wir auch einfach mehr Komfort damit. Und natürlich auch mehr Negativfahrwerk für Verschränkungen. Ja, deshalb für uns auf jeden Fall unabdingbar gewesen ein Offroad-Fahrwerk. Ja, das als kleines Update von uns. Offroad-Umbauten Teil 1, sage ich mal. Ein paar weitere Sachen sind noch geplant. Wir brauchen vielleicht auch noch Unterfahrschutze und das mit der Höherlegung der Entlüftung, hatte ich ja schon gesagt. Ich werde euch alle Teile mal mit exakter Bezeichnung unten verlinken, dass ihr da genauer mal reinschauen könnt. Ansonsten, wir werden jetzt fleißig weiter poolen an den Aufklebern. Und gleich geht es dann auch schon weiter mit dem nächsten Umbau. Ja, seht ihr im nächsten Video. Was kann das?